So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Nach langer, langer Zeit ist es wieder mal an der Zeit, Pokémon zu Let's Playen und generell wieder zu Let's... es gibt zu Let's Playen. Und ja, ich muss jetzt erstmal gucken, was müssen wir denn überhaupt noch machen? Pikachu, Pikachu. Jetzt ist die Frage... Ja, fast ein halbes Jahr, ja? Waren wir hier? Ah nein, wir waren hier noch nicht. Der Jo, was geht ab? Meine Pokémon habe ich gefangen und jetzt geht's ab. Gegen Gary. And once again. Rivale setzt Tauboga ein. Oh, Tauboga Level 17. Los, Protector. Blut. Und... Oh, was? Voltrabon, 17 Uhr. Lächerlich, Totexo. Nein! Nein! Oh, damn! 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 Das ist schlecht. Shigi, oh, da kann man jetzt Pika. Pikachu einsetzen. Ja, Level 15. Ja, und ich habe jetzt wieder aufgeladen, ein paar Videos. Also, das ist letzte Aufnahme-Session immer noch. Und ja, es wurde einfach mal wieder Zeit, hier was zu machen auf dem Kanal. Nicht, dass der hier komplett einführt. Denn ich bin ja nur noch der Einzige, der hier was macht auf dem Kanal. So, ist leider so traurig. Auch man kann halt nichts machen. Es ist so, Pikachu, Donnerstock, Shiki setzt Sackgaschner ein. Und Pikachu erlebt gerade so. Pikachu nochmal Donnerstock. Und jetzt stirb, Shigi, stirb. Und Pikachu erreicht 16. Sehr schön. Als nächstes wird Abwehr. Das ist jetzt auch genau. Erfahrung. Herausforderung. Mein Gott, Donnerschock. Und Zepzip. Ja, das bringt ja nicht. Wobei, Level 16, da müsste es doch eigentlich Konfusion sein, oder? Ach ne, das hat sich ja noch nicht gerade Aqua entwickelt. Genau. So ein Idiot. Naja. Ratze, Fratze. Machen wir diesmal aber mit Glutexo. Jawohl. Und ich weiß gar nicht. Ich kann mein Headset eigentlich wegschmeißen, weil ich nehme ja alles nur noch über das Mikrofon. Denn ich hab's jetzt eigentlich hingekriegt, dass ich jetzt besser zu verstehen bin. Also, dass der Game-Sound nicht mehr ganz so stark im Vordergrund ist. Und ich besser zu hören bin bei meinem blöden Geschwafel. Und Glutexo erreicht nicht Level 23. Gary ist besiegt. Ja, ich hab's mal wieder besiegt. Yo, voll fett gedillt. Soll ich dir was verraten? Ich hab Bill den alten Sack gefunden. Ja, er ist ein Pokémon-Maniac. Hau ab. Hab ich nicht. Oh ja, genau. Oh, ach, der Bullshit, Alter. Ach, guck mal da, kommen wir noch mal in Ort. Let's go to the Pokémon Center. Ich muss da jetzt eigentlich noch mal gucken, weil, es ist so verdammt lange her. Ja, es wird wieder Pokémon regelmäßiger, denke ich mal, kommen. Also, wenn ich auf Schule bin, dann vielleicht nicht. Aber Sims wird wieder kommen. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Achso. Genau, das war. Ah, wir haben sie noch nicht besiegt. Okay. Naja, schauen wir mal. Pokémon wird kommen. Harvest Moon. Das ja, ja eigentlich angefangen wurde. Und noch immer vergammelt. Nein, also das wird wieder kommen. Sims 3. Eigentlich eines meiner Lieblingsspiele wieder. Wird wieder kommen und ja. Schauen wir mal, was wird noch kommen. Pokémon kommt. Und dann schauen wir mal, was noch wird. Ja, ein paar Games kommen. Ich hab ja noch ein paar Computerbildspiele, CDs rumgehauen und noch ein paar andere Games. Und ich hoffe, das wird bis dahin auch dann klappen. Zu Texo. Ja. Sonst gibt's eigentlich relativ wenig Neues, ja. Also, es ist ja jetzt doch eine verdammt lange Reihe, ja. Ja, Elsword wird, denke ich mal, nicht mehr kommen. Jester glaube ich auch nicht mehr, also ich habe das Base aufgegeben. Elsword ist dann langweilig geworden, weil es kam ja kein Level-Patch mehr.
65 oder 70, ich weiß gar nicht, was das Maximum war. Ja. Und da habe ich das Ding einfach hier stehen gelassen auf Level 60. Drei Charakteren und es weiß ich nicht, wie es wurde. Ja, also das wurde dann echt langweilig. Du kannst ja nur noch Dungeon und Code zu machen und so. Und ja, und da ist halt das Ding hier gegessen. Ja. Es wurde es vorbei. Erst online. Ja. Projekt. Ja. Scheiden sich die Geister drum. Ja. Ist halt so, kann man nichts machen. So, der erste Trainer ist besiegt. Ich bin Nummer 2. Ja. Sonst gibt es eigentlich relativ wenig Neues zu sagen. Ja, Göre Doris. Ja, und dann schauen wir mal, wie das zu Text. Ja. So, also in den nächsten Wochen wird ja verstärkt Pokémon kommen. Also die Aufnahme ist jetzt hier vom 14. November 2013. Und ja, also verdammt lange, ja, seitdem der letzte Part kam. Ich habe den die zwei Parts am 9. zum 10. hochgeladen, ja genau. Also fast ein halbes Jahr Sims Nummer auch schon. Vor sich hin. Also von daher, die alten Charaktere müssen wir wieder rausgeholt haben. Würde ich mal so sagen. Und da ist die Nummer 3. So, und da kommt dann da. So, ja. Aufgeschissen, ja. Viele neue Games sind natürlich auch dieses Jahr wieder rausgekommen, gerade um die Zeit jetzt hier November, Oktober, ja, Oktober, November. Battlefield 4, auch geniales Spiel, WWE, 2K, Sportteam, was mit, oh, so 30 Jahre WrestleMania History. Auch rausgekommen natürlich auch Call of Duty, Ghost und Assassin's Creed, Black Flag. Gute Spiele, lohnt sich auf alle Fälle zu zocken. Ich hab's dir ja auch schon, also ich hab's mir ja schon vorbestellt. Und natürlich Battlefield 4 natürlich und Call of Duty Ghost natürlich absolut die Kracher wieder. Und da wieder rausgeholt haben und Assassin's Creed auch natürlich Black Flag. Natürlich Assassin's Creed 3 sehr spielbar, muss man dazu sagen. Lohnt sich auf alle Fälle zu holen, sich. Und ja, WWE 2K14 muss ich dazu sagen. Ja, sprechen wir ein bisschen darüber, würde ich sagen, ist natürlich erwartungsgemäß gerecht worden. Also ich sag nur so, ich hab's ja selber gezockt, ich habe auch schon die 29 WrestleMania durch. Und ich muss sagen, bis WrestleMania, aber sag mal so, 20 konnte man zocken, 21 war ein bisschen schwächer, wobei, ich sag nur WrestleMania 21, hallo, Batista Triple H, ja, ja. Muss man sich eigentlich gönnen, dass man das einen, was haben sie gemacht, John Cena gegen JBL, das was eigentlich überhaupt nicht mehr war, reinzunehmen. Ja, WrestleMania 22 war eigentlich noch das letzte Spiel, glaube ich. Main Event zwischen Edge und McFoley, das Hardcore-Match. Ja, und dann war eigentlich noch Bullshit, so ein paar Matches des Undertakers, gerade Hell in a Cell gegen Shawn Michaels. Ja, und dann, naja, das war eigentlich nur Bullshit. Generell, WWE schaue ich eigentlich eher gar nicht mehr eigentlich. Ich frag mal, ja, eigentlich gar nicht mal. WrestleMania ist eigentlich das einzige. Herzlichen Glückwunsch, das alle nach. Du hast ein Bugit. Du kannst. Ja, ich möchte wirklich sagen. Oh, Mann, oh. Ja, also, ich muss sagen, also, WWE schaue ich eigentlich schon jahrelang. Und ich muss sagen, ja. Seit 2010 gucke ich es eigentlich nicht mehr, seitdem Batista weg ist, ja, also ich sag mal so, auch die sogenannte Universe-Era oder PG-Era, das ist eigentlich nur zu kotzen und ja, hat eigentlich nichts mehr zu tun, also ich schaue es eigentlich gar nicht mehr, also naja, also von daher ist Wrestling für mich eigentlich gestorben, die Geschichte, und naja, also
die Zeiten der 90er, 80er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends, 2000 bis, naja, 2010, so, könnte man jetzt eigentlich noch so schauen, die eigentlich schon 2008 los, ja, und dann ging es also nach Müll runter, und ja, das ist meine Meinung. Also natürlich jetzt wieder eine andere Meinung und ja, natürlich, ah, die Besten. Hey, Servus, Servus. Ja, also, das ist meine Meinung, also, jeder ist natürlich eine andere Meinung, jeder findet die Error besser und da. Los, Blutachsel! Kratzer, Bam! Ach Gott. Hyper, Hyper, Zahn! Süß! Kratzer! Miau! Oh! Goddammit, was? Ich will doch gar nicht wechseln. Ich will doch gar nicht wechseln. Ich will doch gar nicht. Ich muss schon wieder ins Problem kommen. Weil ich glaube, mit so wenig Blut wird man das so, oh mein Gott. Nicht schaffen hier! Also, das Pokémon Maniac Bill. Der alten Drecksau. Ah, bis verdammt, oh, das ist besser. Ah, ich habe jetzt gar nicht gekriegt, das war nicht so mit. So, also, ihr könnt euch natürlich auch freuen auf die Projekte, die jetzt kommen oder weiterlaufen werden. Sims 3 natürlich. Ja, absolute Hammer. Ich freue mich eigentlich schon nächstes Jahr auf irgendwas, was denn da. Sims 4 oder kommt es überhaupt nächstes Jahr schon raus? Also, ich denke mal, was will man da noch besser machen? Ja, also Sims 3 war ja schon der absolute Oberhammer. Da gab es natürlich viel, viel, viel mehr als wie bei Sims 2. Aber ich habe mir so, Sims 3 wurde jetzt eigentlich nur noch ausgeschlachtet. Ja, es hat eigentlich jetzt gar nicht mehr viel zu tun, es wird eigentlich nur noch gemacht. Es werden haufenweise sinnlose Erweiterungspacks rausgehauen, die es bei die Sims 1 schon gab. Und 2 auch schon. Also da wurde eigentlich jetzt nur noch Kohle gemacht, mein Und ja, Zutexo mit Teilglaube. Ja. Und ja. Ja, genau, ja. Genau. Wollte ich jetzt auch so sagen. Und rein schreien. Ja, heute ist Sonntag. Ja. Und ja, also, naja. Also in den nächsten Wochen mehr Projekte geht eigentlich gar nicht mehr. Also. mehr Parts, also jetzt von Pokémon, Hausmut natürlich eigentlich das Game, was jeder finden muss. Und ja, los Blutexo! Blut? Ja, also, Elseworlds 4 ist online, das wird mehr kommen. Das war ja nur noch ein bisschen Showstopping, ja. Also, dieser hat sich eigentlich für mich erledigt. Also ich top's nicht mehr, also Fiesta Online ist eigentlich nicht nur noch langweilig geworden, sondern Elsewhere genauso. Ja, hat diese Kille Kohle, hat kein Geld in das Spiel investiert, hat eigentlich von nur abgekackt gegen die ganzen Deathloops. Konnte sich jetzt zwar mit Kohle und so weiter, also in-game auch Zeug holen, aber es war halt verdammt teuer. Und da zock ich jetzt lieber ein paar Browser gehen, also, ja, wer kennt nicht? Ich sag mal so, Demon Slayer ist so momentan so das, was ich zocke, Melodie des Krieges, ja, Demon Slayer. Dann halt Facebook, natürlich gibt's auch keine schlechten Games. Könnt ihr mich ja natürlich mal anschreiben oder Kommentare benutzen, was ihr denn so zockt oder ob ihr das auch zockt und auf welchen Servern und zockt dann nicht mehr. Aber ja, Pokémon. Ja, Pokémon, also ein Pokémon Let's Play wird auf alle Fälle noch kommen nach Feuerrot. Und dann gleich im Anschluss kommen, weiß ich nicht. Aber naja. Aschbar, es ist noch ein langer Weg. Ja doch, noch dauert noch ein bisschen. Onyx Level 17. Ein langer Weg, bis auch das hier durch haben. Ich gehe los. Ja, schauen wir mal. Ob man es mal anpacken jetzt hier, ohne zu brechen. Das war meine Finger. So, Biene. Ich meine, wir sollten doch mal ins Pokémon-Center gehen.
vielleicht trifft das Regnum, dass man es nicht mal schafft. Nee, das schafft.